Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es auch werden wollen. Ich nutze meine Funktion dieses Millennium The King Elements, die Megahertz-Zahl einstellen zu können. Das ist eine spannende Sache. 10 Megahertz habe ich eingestellt jetzt. 10 Minuten für die ganze Partie gegen Mephisto Vancouver, der hat ja auch 10 Megahertz, so eine Spaßpartie, sagen wir mal. Ich gebe dem. Jetzt muss ich immer noch gucken, wie mache ich das denn jetzt? Ach, ich muss bestimmt auf Start gehen. Doch nicht. Was muss man denn dann machen? Wie beginne ich eine Partie? Bei dem, normalerweise würde man ja denken auf Start. Jetzt ist er direkt auf Start drauf. Macht das aber nicht. Okay, dann lasse ich ihn mal einfach weiß nehmen. Das heißt auf Zug. E4. E5. The King gegen Mephisto Vancouver. Ist das normal, dass er keine Brettgeräusche macht? Die muss ich bestimmt auch einstellen, aber ich möchte jetzt nicht ins Menü gehen. So, springe F6. D3, ja, wir ruhigen Italiener spielen. C6. Dame E2, jetzt ist ja spannend hier. Ist das gegen D5 gerichtet? Ja, das Läufer E7, ist das noch Theorie? Ich muss mal nachgucken. Theorie. Also ich dachte, ich hätte jetzt mit Dame E2 aus dem Buch geschubst. Springer F3. So, mein Kakao hier nehmen. Ich muss mir das so genauer angucken, wie das ist. Wie man selber eine Partie anfängt. D7, D6. Ich frage mich, warum D5 gar nicht möglich ist. Könnt ihr... Ja, wahrscheinlich D5 wegen D5 schlägt Läuferschach und dann hinkt ja E5. Rochade. Der zählt doch gar nicht die Zeiten an, muss ich ehrlich sagen. Also da muss ich mir noch einiges ansehen hier. Er zeigt die Notation, zeigt aber nicht die Uhr. Obwohl ich 10 Minuten für die Partie gemacht habe. Vielleicht ist er bei New Game auch wieder rausgegangen aus der ganzen Sache hier. Funktion, ist 10 Megahertz auch drin. Spielstil aktiv, Kontrast 7, Deutsch. Okay. Sind wir noch auf Menü gehen? Ich weiß es nicht. Okay, was hat er jetzt gezogen hier? Rochade. Also das muss ich mir noch durchlesen, das ist ja nicht hier... Wieso funktioniert das jetzt nicht? Oder hat das jetzt gemacht? Jetzt zeigt er noch nicht mehr mal die Züge an. Okay. Muss ich nochmal auf Zug gehen? Ach, ich muss nochmal auf Zug drauf. Jetzt zeigt er wieder die Züge an. Das muss ich mir mal genauer durchlesen. Ich dachte, es wäre selbstsprechender. Dass man irgendwie... was seinen Zug macht. Man gibt die Sachen ein und dann macht man einfach seinen Zug. Das ist ja der erste Tag, den ich das habe. Also ist auch schon so, dass hier auch gar keine Brettgeräusche sind. So, zumindest rechnet er. Das sehe ich da auf dem Display. Ich habe heute den Preis gelesen von diesem Phoenix. Ich meine, die günstigste Version 1000 Euro. Das ist dann immer limitiert. Damit die Leute nicht irgendwie meinen, man könnte eventuell warten, dass der Preis irgendwann reduziert wird, sofort erstmal limitieren. Limitierte Version, begrenzte Stückzahl. Man weiß ja auch nicht, was für eine Stückzahl. Das wüsste ich jetzt nicht. Läufer 5.
Ich muss doch rausfinden, wie man das macht, dass er hier die beiden Uhren anzeigt. Das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Das muss ich da noch alles rausfinden. Läufer G6. Da ist so eine Figur abgebildet. Soll die quasi die Bewertung darstellen, wie er sich wohl so einschätzt, je nachdem, wie die guckt. Da muss man sich wohl wirklich mal die Anleitung zu Gemüte führen. Ist aber nicht unbedingt spät abends. Jetzt Springer B6. Aber 1000 Euro, ich weiß nicht, ist eine Menge Holz. Und dann Emulatorenpaket soll 300 Euro kosten. Ist natürlich eine spannende Sache. Dann hat man quasi, man hat ja nicht nur die Schachcomputer davon, die Engines davon drin, sondern auch beschleunigte Versionen davon. Das könnte auch die Elo-Liste wieder durcheinander schubsen. Da durcheinander wirbeln. So ein Vancouver 2 GHz oder sowas, da hat bestimmt auch einiges drauf. So wie der Vancouver gerade rechnet. Also die rechnen ja beide mit 10 MHz, deswegen, das ist ja das Spannende an der Sache. Oder ist das der Level 10 MHz? Das kann aber auch nicht sein. Das sind quasi die Spielstärken quasi. Ich finde das interessant, dass man das mit Megahertz-Zahlen abstuft. So kann man dann quasi meinetwegen auch den GK2000 nehmen, der hat ja auch 10 MHz. Und den dann dagegen spielen lassen. Und es kommen trotzdem spannende Partien zustande. Es ist kein einseitiges Zusammenschieben. Ist natürlich klar, wenn ich den auf 300 MHz laufen würde, würde das auch wieder anders sehen. Dann hätte der Vancouver keine Chance. Deswegen mache ich ja 10. A6. Das ist interessant. Der Sinn ist es, einen Bauern auf A6 zu etablieren. Wenn es B6 kommt, dann hätte man fürs Endspiel, wenn alle Figuren weg sind, könnte man auf B6 eine Figur opfern und in der A7 hätte man schon auf A8 quasi die Damendrohung. Meinetwegen Läufer wieder auf A6 stehen, Springer auf C4. Dann können wir Springer B6, Bauer B6, A7. Dann wäre das schon schwierig. Ich werde ihn auf jeden Fall gegen Genius Pro spielen lassen. Der hat ja 120 MHz. Eigentlich wollte ich doch hier. Ach, fällt mir jetzt das wieder ein. Ich wollte eigentlich die Karte löschen. Ich hoffe mal, dass noch Platz drauf. Ich habe da nicht nachgesehen. Springer nach E8. Ja, spielt ein bisschen defensiv, der Vancouver. Obwohl es eigentlich aktiv sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier ebenso gegen dieses Selbstziehbrett. Das ist ja nicht das Brett selbst, man spielt ja gegen die App. Gegen die Square-Off-App. Das hat mit dem Brett selber nichts zu tun. Das ist, als wenn ich das DGT-Brett an Fritz anschließe. Und das hat ja mit Fritz nichts zu tun. Oder mit Schredder oder mit Stockfisch. Wir das Brett selbst. Das sind ja unabhängige Programme davon. Das ist interessant. Die Dame kann die Festung jetzt schlecht aufheben. Mit König G2, F6. Das ist schwierig jetzt schon für den The King. Wenn die F-Linie geöffnet wird, dann gibt das Problem. Ich würde sogar einfach C5 ziehen. Einfach C5 und dann F6 später. Da müsste er quasi schon den Bauern geben, weil wenn auf F6 geschlagen wird, dann das macht er sogar der Vancouver C5. Das ist natürlich ein ausgeglichener Kampf. Dadurch, dass beide mit 10 MHz spielen. Und das finde ich richtig klasse. Diese 10 MHz Geschichte. Ich frage mich, ob man das Brett, ich glaube, das Brett alleine kann man nicht anschließen. Also man könnte nicht dahergehen und sich ein Genius-Exklusivbrett kaufen. Da sehe ich nicht die Anschlüsse zu. Und das Brett dann quasi online spielen. Mit dem Brett also online spielen, wie mit einem DGT-Brett.
Also das geht dann doch über dieses King-Element. F7, F5, genau, er will die Szene, die F-Linie öffnen. Ob er jetzt en passant schlägt, einen Turm schlägt oder ob er nichts macht und E4 schlägt. Es droht schon ihr großes Drama. Läufer C6. Ja, den Turm, den kann er jetzt einfach auch mal erstmal beiseite ziehen nach B8. Es droht ja nichts so Dramatisches. Er muss also nicht unbedingt E4 schlägt machen. Würde auch gehen. E4 schlägt, Läufer A8 schlägt, Läufer F3 schlägt. G5 ist der Nächste, der kommt, der Nächste, der dran ist. Mich irritiert ein bisschen dieses Figürchen, was da abgebildet ist. Muss ich ehrlich sagen. Ja, irgendwann sollte er da nicht mehr so glücklich kosten. Das heißt wahrscheinlich das, was man am Zug ist, das soll das heißen, das Symbol. Dieses Figürchen. Das sieht, ich bin am Zug. E schlägt mit dem Bauern. Man hätte den ja auch mit Läufer schlagen können. Und dann Läufer G5 schlägt. Ja gut, jetzt droht so auch Läufer G5. Also da muss ich mich irgendwie noch reindenken in das Gerät. Ich sehe jetzt auf Anhieb auch keine Bewertungen oder sowas. Oder Rechentiefen. Springer C7. Ich weiß ja nicht, was man da drücken muss für. Wenn ich auf rechts drücke. Ach, ich muss davon nach rechts gehen. Okay. Das ist quasi wie beim Genius, wie beim Vancouver. Wenn man da die Bewertung sehen will und sowas, dann drückt man auf Pfeiltaste rechts. Und Pfeiltaste links ist das da. Ach, das sind die Uhren. Jetzt sehe ich die Uhr. Das ist Pfeiltaste links. Jetzt hab ich's. Das wusste ich jetzt aber nur durch den Vancouver. Weil wenn ich beim Vancouver, bei den Uhren hier, Pfeiltaste nach rechts mache, dann sehe ich auch die Bewertung und diese Dinge. Jetzt haben wir der Vancouver, zwei Figuren Bauer für Turm, das sieht eigentlich ganz gut aus. G5 droht auch zu fallen und vor allem G2 ist ein schwacher Punkt. Also sehr viel Raum für interessante Partien. Und dadurch, dass man die Mega-Zahl einstellen kann, kann ich demnächst dann machen gegen den Masterchess. 20 Megahertz zum Beispiel. Wäre auch interessant. Millennium. Ja gut, das ist eben die Preise, die entsprechen auch dem Schachcomputer von damals. Turm D1. Ich muss nur mal gucken, wie ich den Ton einstelle. Also hier kommen dann die Züge als nächstes. Also wenn ihr das habt, da zeigt nur die Züge an, drückt einfach Pfeiltaste links. Dann Pfeiltaste rechts, da zeigt er die Züge an. Dann hier minus 1,94 und das war's dann auch. Mal wieder bis zur Zeit zurückgehen. Ist eine schöne, gut zu erkennende Anzeige. Beleuchtet. Schöne Sache. Die LEDs leuchten auch sehr deutlich, muss man sagen. B4 schlägt. Also auf dieses Phoenix-Modul, da müsste ich aber schon etwas längere Zeit drauf zusparen. Das kann ich mir nicht so aus den Ärmel schütteln. Aber im Moment sind wir ja bedient hier. Dame B4. Ja, das droht jetzt hier Matt-Geschichten. Das überrascht mich, dass der Vancouver so gewinnt hier. König H2, Dame G4, Turm F4. Ich dachte eher Dame G4. Können wir mal gucken, was er hier sagt.
7,81 plus. Das ist, ach, er greift die Dame an. Die Dame muss nehmen. Ach, deswegen ging das nicht. Er musste erst die Verbindung unterbrechen. Vorher ging das gar nicht. Dame ist, er muss ja Dame G4 ziehen. Dann geht das ja alles im Bach hinunter. Dame G4, dann droht auf G2 das Matt. Wenn Turm G1 kommt, ist Dame H2 Matt. Ja, jetzt kann er natürlich einfach Läufer nach G3 ziehen. Jetzt ist die Dame ja schon weg. Springer steht A6. Ja, der scheint jetzt wirklich beides auf der gleichen Hand. So 10 Megahertz. Das ist jetzt die gleiche Geschwindigkeit von beiden. Es überrascht mich, dass man Vancouver gewinnt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Springer B5. Wie gesagt, wenn er mit 300 Megahertz laufen würde, dann würde er den Boden mit aufwischen. Aber ich möchte ja lieber interessante Partien haben. Springer D4. Läufer F8. Ich weiß jetzt nicht, was Läufer F8 soll. Das erscheint mir keinen großen Sinn zu ergeben. Aber was will er auch machen? Dame E... Na, das geht ja nicht, Dame E2. Vielleicht soll er Läufer nach G7. G6, Läufer G7. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Springer E6. Das ist aber ein schönes Brett, so in Exklusivgröße. So, da wird jetzt Material gefressen hier. Und ich möchte auch hauptsächlich einen Schachcomputer haben, gegen den ich auch selber spielen kann. Dass man... Ich könnte mir vorstellen, es macht mir mehr Spaß, auf diesem Gerät zu spielen, als mit einer... Das ist es nicht primär nur der Phoenix, sondern auch... was ist mit Dame F5? Droht ja wieder Dame G4 und wenn der Turm wegzieht, hängt D5. Na gut, der Läufer hängt auf F8. König G8. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Programme in diesen... Kommt sich nicht einfach Dame D5 schickt? In diese Emulation... Wie viele Emulatoren wären das dann für 300 Euro? Man wäre natürlich günstiger, als ich jetzt so einen Super... Wenn das natürlich... Ja, man findet jetzt den Super-Experten, den Avantgarde und was weiß ich hier, Mach 4 oder sowas. Wäre günstig. Man käme an die, musste erstmal an die Geräte rankommen. Die Dame hat nach E4 gezogen. Das gleiche Gespenst wie immer. Dame G4. Und jetzt sogar noch schlimmer wie je zuvor. Turm C8. Ja, droht matt. Lass ich kommen sehen, oder was? War es jetzt so schwer, das zu sehen? Dame H4 schlägt Schach. Kann aber machen. Genau, Dame nach H4. König G1. Ich glaube nicht, dass das King-Element aufgeben kann. Springer, ach Springer, die 7 einfach. Das. Easy. Und jetzt droht ja Dame H3. König F1 geht sowieso nicht wegen Matt. Wundert mich, dass sie nicht schon mal ansagen hier. Weil das ist ja das, was droht. Können wir mal kurz gucken, was er hier sagt. Er sieht aber auch keine Matts oder so. Weil es droht doch eigentlich... wieso zieht er denn nicht Dame nach H... Ach, wegen Springer F4 wahrscheinlich, dann droht das auch nichts. Läufer F7... Okay. Und Dame G4 Schach, König F1, Dame G2 Schach, König E1, droht ja auch nicht wirklich was.
Genau, der Springer muss verschwinden. Forza. Und jetzt droht Dame H3. Dame H3 mit Dame G2 matt, weil der Springer nicht mehr nach F4 kann. Turm schlägt, er gibt schon den Turm, er verlängert also die Partie mit Schach geboten. Springer schlägt, also das überrascht mich jetzt, dass der Vancouver die Partie gewinnt. Interessant. Jetzt kommt bestimmt Turm G7 schlägt Schach G6. Ich hätte schwören können, es kommt jetzt hier. Und jetzt sagt er bestimmt auch schon matt an. Matt in 5. Der macht mal ein alter Vancouver hier aus den alten Tagen. Jetzt kommt bestimmt Turm schlägt G7. Deswegen auch dieses in 5 erst. Turm G7, Läufer D4 Schach. Ach, Turm 8 Schach. Das ist aber länger, die Partie natürlich noch länger. Jetzt wird der Springer geschlagen mit Schach. Ich dachte, Turm G7 schlägt und Läuferschach. König, da habe ich natürlich nicht gerechnet, dass mein alter Vancouver hier das noch gewinnt. Ach hier, E6 steht, of course. So. Checkmate. Bisschen arm, diese Tonsignale mit App. Mal auf Menü gehen. Mal gucken, ob wir bei Funktion irgendwas finden, das hier. Brett drehen, Kabel rechts. Das kann doch nur heißen, wenn das Kabel links ist, dass dann eine Doublette von, also auf beiden Seiten ist nicht dieses Millennium Shield. Hätte ja sein können, dass das Millennium Shield auf der anderen Seite auch ist. Dass es dann egal ist, wie das steht. Dass ich bei Kabel links meinetwegen mache, dass er dann weiß hier, wo weiß sein soll, dass das der Grund ist. Das Brett hat ja auch keine Notation. Ich weiß nicht, ob es Millennium-Bretter mit Notation gibt. Kabel rechts. Man kann auch Kabel links machen, wenn man rechts die Einheit hinstellen will. Und dann hat man wohl trotzdem weiß unten. Das ist wohl der Grund. Schieben Mittel. Lehrer. Buch 1. Meister war das sogar. Permanentes Rechnen ist hier aus. Zufall. Was ist Contempt? Prozessor 10 MHz. Stil aktiv. Ton aus. Deswegen. Ton an. Kontrast. Sprache. Ich vermisse ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin immer noch so gewohnt, diese Clear-Taste. Dass ich auf Clear drücke und dann sieht man quasi, da kann man quasi loslegen mit der Partie. Das vermisse ich hier wie bei Vancouver. Hier drücke ich auf Clear, dann sehe ich hier Info, zieht Alternative, Memo, Start, Stufe. Das hat Vancouver noch gewonnen. Seine alten Tage. Gegen Master Chess kann ich mit 20 MHz spielen lassen zum Beispiel. Gegen den Genius Pro mit 120 MHz. Das ist spannend. Spannende Möglichkeiten, muss ich ehrlich sagen. So viel zu dieser Partie. Ich bedanke mich fürs Interesse. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Also Vancouver ist auch lange nicht zum, gehört noch lange nicht zum alten Eisen hier. Zumindest auf 10 MHz, klar, 300 MHz, keine Chance. Wahrscheinlich mit 20 auch keine Chance. Aber ich wollte mal gucken, wie die auf gleichwertig spielen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.